Werte Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Insights bei Aeroam. Ja, wir freuen uns heute, ein besonderes Announcement bekannt geben zu dürfen. Wir haben ja seit vielen Jahren eine Kooperation mit der Nextlayer und die Produkte von der Nextlayer sind seit kurzem in unserem Cloud Marketplace in der Aerosphere vorhanden. Und ab sofort können eben diese Cloud-Lösungen unseres Technologiepartners Nextlayer über diesen Cloud Marketplace Aerosphere bezogen werden. Speziell für Unternehmen, die über keine eigenen Ressourcen verfügen und kein eigenes teures Rechenzentrum aufbauen wollen, können somit jederzeit flexibel auf Kundenwünsche reagieren und diese Cloud-Services ganz einfach über die Aerosphere beziehen. Und es freut mich ganz besonders, das Team von der Nextlayer, den Rainer Marek und den Christoph Berner bei uns begrüßen zu dürfen, sowie meinen lieben Kollegen, den Christoph Tauscher, unser Mr. Aerosphere, den sowieso, sag ich mal, die halbe Welt mittlerweile kennt. Wenn Sie Fragen haben, bitte einfach über das Fragefenster zu stellen und dann würde ich einfach dem lieben Reini das Wort übergeben. So, ich switche jetzt mal kurz um. So, vielen Dank, Rani, für die Vorstellung. Also vielleicht noch ganz kurz ergänzend. Ich habe 3 Jahre lang bei Aero gearbeitet, bis 2020. Und war unter anderem neben VMware und Wien der Betreuer für Nextlayer. Ich bin jetzt seit 2 Jahren bei Nextlayer. Vielleicht ganz kurz zu Nextlayer, keine Sorge, aus meiner Zeit bei Aero weiß ich, dass unglaublich lange Erklärungen nicht willkommen sind, aber nur damit diejenigen, die Nextlayer noch nicht so kennen, auch Bescheid wissen, wer wir sind. Wir sind ein sowohl ISP, also CSP-Anbieter, also sprich, ich nenne sie immer so ganz gern die Physik und die Virtualisierung. Beides zusammen macht eine vernünftige Cloud-Infrastruktur aus. Wir sind ein rein österreichisches Unternehmen, nicht ganz unwichtig, weil wir mit dem Brust und der Überzeugung sagen können, dass unsere Services ganz bestimmt nur in Österreich sind und die Daten Österreich auch nicht verlassen können. Aus einem pragmatischen Grund, unsere 3 Rechenzentren sind in Wien, also es geht gar nicht. Wir haben keinerlei langfristige Verbindlichkeiten, völlig eigenfinanziert. Die 6 Gesellschafter der Unternehmen arbeiten auch im Management des Unternehmens mit. Wir haben jetzt keine Konzernzentrale irgendwo in Amsterdam oder Kopenhagen oder Hamburg, sondern alles in Wien. Umsatz, wir nähern uns, wie gesagt, den 20 Millionen und sind momentan gerade bei 64 Mitarbeitern und noch einmal 2 bis 3 Headcounts. Das wissen eh alle in der IT-Branche, dass das gar nicht so einfach ist. Worauf wir sehr stolz sind, ist, wir sind halt, auch wenn es ein abgedroschener Satz ist, aber es stimmt bei uns wirklich, klein genug, um flexibel agieren zu können und groß genug, dass man einigermaßen sicher sein kann, dass wir nicht morgen in Konkurs gehen, weggekauft werden oder sonst was. Ich betone das mit dem flexibel ganz gern, weil wir zum Beispiel, wenn man mal unser Kunde ist, dann ist eine jederzeit, zum Beispiel bei einer virtuellen Maschine oder bei dem heute vorzustellenden Produkt Cloud Backup, man kann granular erhöhen. Es ist einfach eine Mail, hallo Herr Marek, bitte 2 Terabyte dazu, 20 Gigabyte dazu, ich glaube unser Sprung sind 50 Gigabyte, aber zur Not würde auch kleiner gehen, per Mail und innerhalb, wie ich halt dazu komme, innerhalb von Stunden oder 1, 2 Tagen ist das Ganze dann live geschalten. Das wisst ihr eh, das ist ja keine Neuigkeit, das ist ja oft geübte Praxis. Die Fokussierung auf anspruchsvolle Geschäftskunden, ich möchte auf gar keinen Fall haben, dass das jetzt irgendwie negativ rüberkommt, gemeint ist damit, wir haben uns spezialisiert auf anspruchsvolle Workloads. Also mit einem Webhoster etc. sind wir nicht vergleichbar, weil wir diesen Anspruch nicht haben. Wir sind nicht die billigsten, wir sind die flexibelsten und wir sind die stabilsten. Oder versuchen zumindest alles in diese Richtung zu entwickeln. Das können wir erfüllen. Wichtig ist auch noch, es gibt uns seit 18 Jahren und auf unsere diversen staatlichen Auszeichnungen sind wir logischerweise auch. Damit uns auch geglaubt wird, dass das, was wir gerade gesagt haben, glaubwürdig ist. Wir haben im Interaction, also dem wahrscheinlich größten österreichischen Rechenzentrum, irgendwas zwischen 250 und 300 Quadratmeter Stellfläche. Wir haben im modernsten Rechenzentrum Österreichs, das ist das E-Shelter, jetzt heißt es Entity, räumlich auch gut getrennt. Also wenn beide ein Problem haben, dann fürchte ich, haben wir alle kein Problem mehr. Und dazwischen noch einmal am Fleischmarkt im 1. Bezirk, also im Schwedenplatz de facto, in der Nähe vom Schwedenplatz, unser eigenes Rechenzentrum, alle ungefähr in der gleichen Größe. Ausgestattet natürlich mit allem, was so zu einem modernen Rechenzentrum dazugehört und natürlich mehrfach redundant in der unten stehenden Größe verbunden. Also ich hoffe, man glaubt uns, die Physik haben wir.
Nur ganz kurz. Eingehen möchte man heute ein bisschen auf Cloud Backup, aber nur damit unsere gemeinsamen Partner sehen, was bei uns alles beziehbar ist. Also neben Cloud Backup, das bei uns auf Wien basiert, also mit dem Weltmarktführer für virtuelles Backup, haben wir auch Storage on Demand. Natürlich alles, was in irgendeiner Form mit virtuellen Maschinen, mit einem Ressourcenpool, wir nennen das VDC, virtuelles Rechenzentrum, ist im Prinzip ein Ressourcenpool, der auf dem vCloud Director von VMware basiert. Mit einer ähnlichen Technologie machen wir auch Disaster Recovery, mit zwei Geschmacksrichtungen, aber das können wir vielleicht bei einem anderen Webinar mal ausführen. Kubernetes ist natürlich bei uns machbar, im Übrigen auch in Kooperation mit Aero, also OKT sowieso, aber auch OpenShift, also das ist kein Ausschließungsgrund, aber halt nicht als Referenzangebot, das ist etwas, was man jederzeit verkauft, das wisst ihr am besten, OKT und OpenShift ist eher projektorientiert. Da gibt so viele Dinge, die man abfragen muss, das kann man nicht so leicht. Jetzt könnte man das standardisieren, das ist das Wort. Nextcloud hingegen, das kann man sehr gut standardisieren, da sind wir auch recht erfolgreich, dass wir einfach zwei relativ kleine Instanzen anbieten, die wir in Small und Medium anbieten, da sind wir mit ein bisschen über 100 Euro im Monat auch schon dabei. Und natürlich jedwede Nextcloud-Instanz, die wirklich groß ist, die ist halt dann mit der Projektorientierung. Und last but not least, natürlich auch noch bieten wir DDoS-Schutz an mit Mitigation-Plattform und auch in mehreren Geschmacksrichtungen, ist aber auch ein kleines Webinar wert. Gehen wir auf Cloud Backup ein. Na egal, ich fange nochmal an. Cloud Backup, also grundsätzlich kann man natürlich alle unsere Produkte über die Aero beziehen. Bei Cloud Backup sind wir sehr froh, dank dir Christoph Tauscher, sind wir jetzt Gott sei Dank auch in der Aero-Sphäre drinnen. Was bedeutet das für Partner? Das heißt, jeder Partner kann eigentlich sogar ohne menschliche Interaktion, die natürlich nicht verboten ist, aber grundsätzlich würde es gehen, einfach einsteigen und sich das zusammenklicken, wie man es eben von einem Hyperscaler gewohnt ist. In die Richtung möchten wir eben auch gehen. Ist alles beziehbar. Gibt es natürlich in den zwei Richtungen, dass man sagt, man hat schon wie im On-Premise einen Einsatz. Da gibt es ja schon eine Cloud-Connect-Schnittstelle. Dafür gibt es Lizenzen. Oder man mietet es unter Anführungszeichen einfach, was in der Standardvariante einen großen Vorteil hat, seitens Wim, muss man Wim ein großes Kompliment ausdrücken, kostet gleich viel. Weil Wim eben Cloud Service Provider gewinnen will, die auf Wim basierend das an den Mann bringen, also damit sie ein bisschen was mitschneiden. Ganz, ganz wichtig, ich hoffe, das ist das, was in Erinnerung bleibt, die Geschichte Cloud Backup ist rein Usage-basiert. Und zwar sowohl auf die Lizenzen als auch die Speicherkapazität betrifft. Macht natürlich Sinn, dass wenn man am Anfang sagt, geh, Herr Tauscher, Manager, ich hätte gern dieses und jenes von der NextLayer, dass man sich auf ein Mengengerüst einigt, aber das ist nur für die Technik, damit die was mit der Größenordnung. Wenn man dann nach einem Monat draufkommt, oh Gott, das war viel zu euphorisch oder viel zu konservativ, man zeigt wirklich nur das, was man tatsächlich nutzt. Das, glaube ich, macht es so interessant und so risikolos, dass der Christoph Tauscher nicht beschlossen hat, dass wir mit dem starten, weil das sollte. Also hoffen wir zumindest einen Selbstläufer sein. Dazu gibt es eben die klassischen Dinge, die Wim geschuldet sind. Man hat einen Reseller-Account, also sprich, diese Geschichte ist nicht nur für Endkunden, sondern vor allem für Partner gedacht. Der jeweilige Partner kann mit dem Reseller-Account dann seine 4, 5, 6, 7 Kunden onboarden. Die kann er uns sagen, wenn man Hilfe braucht, nur nicht. Also du sagst es immer so schön, Fanny, mit sehr viel Respekt gesprochen, ein Local Hero. Also der halt im Umkreis von allem, was man in 10 bis 20 Minuten mit dem Auto erreichen kann, alle Kontakte, alle Kunden bedient, der kann sein Rundum-Sorglos-Paket, seine Versicherung an den Kunden anbieten. Und dass da NextLayer dabei ist, kann er sagen, muss er nicht. Er kann ja auch sagen, dass Microsoft und Wim und VMware und weiß der Kuckuck, was alles dabei ist. Er muss es nicht, weil es ist sein Paket. Das ist die Idee dahinter. Selbstverständlich hat das auch ein Self-Management und ganz, ganz, ganz wichtig eine Mandantenfähigkeit. Das bedeutet, man kann die Rechnung granulieren, dass man sagt, du bekommst eine Rechnung für alle deine Kunden. Ist aufdröselbar, ist aber kein Muss. Natürlich, aber das erwähne ich jetzt echt nur der Vollständigkeit halber, hat man dabei natürlich auch die ganzen klassischen Wim-Features. Also die Immutability mit Wim Insider Protection und Storage Object Locked und ganz generell die Ransomware. Ja. Auch das wäre ein eigenes Webinar. Ja. Nur der Vollständigkeit halber, weil es ja ein bisschen zu Backup dazu passt. Wir haben auch ein Archivprodukt,
oder ein archiv einsetzbares Produkt, eben das sogenannte S3 Storage, also das basiert auf dem NetApp Storage Grid, das eben die S3 Schnittstelle verwendet. Und hat den Vorteil, dass Veeam ja damit auch sprechen kann. Also sprich, viele unserer Kunden sagen, naja, kann ich zu einem Cloud Backup ja gar nicht so eine Archivgeschichte, was kann ich das damit auch machen? Und wir sagen, naja, Moment, da gäbe es eine durchaus preisgünstigere Variante auch noch, die man eben on top dazu nehmen kann. Damit höre ich schon auf, das wäre das, wie soll ich sagen, ein Mitnahmeprodukt. Ja, da kannst du überspringen. Viel Zeit. Man darf über alles sprechen, außer über 10 Minuten. Ich versuche, dass ich mich daran halte. Stolz sind wir natürlich, dass wir für ein 65-Personen-Unternehmen eine einigermaßen, ich hoffe, überzeugende Liste von Referenzen haben. Die möchte ich ja nicht alle eingehen, aber wir können selbstverständlich, meine E-Mail-Adresse ist ja eh dabei und die von Chris Berner, jederzeit über diese Referenzen dürfen wir sprechen, ja, auch wie gut das war. Das war es eigentlich schon von meiner Seite. Das heißt, jetzt kriegt der Christoph das Wort und das Mikrofon übergeben. Danke, René. Dankeschön. Sehr gut. Um das Thema abzurunden, möchte oder werde ich Ihnen jetzt noch in aller Kürze zeigen, wie einfach das über unsere Aerosphere zu bekommen ist. Ich quäle Sie nicht, ausnahmsweise nicht mit einer langen PowerPoint-Präsentation, sondern es ist im Wesentlichen nur diese eine Folie. Man kennt es speziell von den Hyperscalern, wenn man direkt mit ihnen arbeitet, dass da sehr viele komplexe Workflows zusammenlaufen, zusammenkommen, sei es jetzt über das Provisioning, das Billing, dass es verschiedene Workflows sind, etc. Und mit unserer Aerosphere, mit unserem Cloud Marketplace, versuchen wir da wirklich einheitlich diesen Prozess zu standardisieren. Und ja, da freuen wir uns jetzt natürlich ganz besonders, dass die Nextlayer sich uns angeschlossen hat in unserer Mission unter Anführungszeichen. So, und bevor ich jetzt noch weiter große Worte schwimme, spreche ich direkt in die Leitung. Ich habe hier einen Partner-Account vorbereitet, einen Demo-Account. Das ist an sich genauso, wie das dann bei Ihnen auch ausschauen würde, sobald Sie sich in der Aerosphere registriert haben. Und im Wesentlichen, das Erste, was Sie machen müssen, ist, sich einmal für das Nextlayer Cloud-Programm zu registrieren. Sie haben hier eine Liste aller unserer Programme, die wir über die Aerosphere anbieten. Auch die würde den Rahmen heute massiv sprengen, weswegen wir da einfach, also es ist relativ easy, wenn man beim Programmnamen nach Next sucht, bekommt man Cloud Services bei Nextlayer. Und sobald man hier dann auf Subscribe drückt, landet man, ist natürlich in dem Fall schon vorbereitet, auf folgender Seite, wo man hier einfach nochmal auf Subscribe drücken muss. Sobald Sie dann aktiviert sind, oder ja, eigentlich davor auch schon, sobald das aktiviert ist, können Sie beginnen, die Cloud Services zu buchen, zu nutzen. Und das funktioniert relativ einfach. Also, ja, die schon einmal eine Aerosphere-Präsentation gehört haben, wissen, ich sage immer, es funktioniert im Wesentlichen wie eine Amazon-Bestellung. Wer auf Amazon irgendein Backel rauskriegt, kriegt auch bei uns Cloud Services. Ist in dem Fall ganz genauso. Und zwar machen wir es jetzt einfach über die Suchleiste. Also man muss, wie Sie sehen, nicht genau den Produktnamen angeben, sondern es reicht, einen Begriff zu treffen, der mit dem jeweiligen Produkt von uns verheiratet wurde. In dem Fall haben wir jetzt da natürlich alle 10 SKUs von der Nextlayer oder die wir gemeinsam mit der Nextlayer definiert haben. Und auch wenn da in einem Produktnamen Nextlayer vorkommt, er findet es trotzdem. So, wie eh vorher schon angesprochen, es gibt im Wesentlichen zwei Geschmacksrichtungen. Einmal für Ihre bestehenden Veeam-Kunden, die quasi oder wo Sie Cloud Connect einfach nur als Zählung hernehmen können. Da haben wir zum Beispiel hier die passende Cloud Connect Lizenz. Oder wenn Sie jetzt wirklich hergehen und einen Kunden, der noch überhaupt kein Veeam hat, komplett mit einer On-Premise-Sicherung plus zusätzlich in die Cloud ausstatten möchten, haben wir dann, ich muss nur den passenden finden, so,
haben wir hier die passende Lizenz dazu. Also Sie sehen quasi, für einen kleinen Aufpreis kriegen Sie die Lizenz beim Kunden direkt mitlizenziert, sparen sich das Renewal von der WIM und haben da wirklich quasi mit ein paar Klicks komplett am Managed Service. Wenn man da reinschaut, also im Wesentlichen, die Lizenzen werden monatlich abgerechnet. Wir haben da eine Bindung von einem Jahr drinnen stehen, also da der Vertrag wird prinzipiell für ein Jahr abgeschlossen. Wie Sie es kennen, es ist natürlich alles Verhandlungssache, wenn jetzt, also lassen Sie sich davon bitte nicht abschrecken, wenn jetzt wirklich der Worst Case passiert und Ihr Endkunde nach 6 Monaten krachen geht, wie man so schön sagt, ganz sprachlich, wir können drüber reden. Also wie gesagt, wir sind Freunde von österreichischen Lösungen und auch in dem Bereich arbeiten wir da zusammen. So, zusätzlich, was noch sehr wichtig ist, das Storage können Sie auch mitnehmen. Da ist, wie der Rainer vorher gesagt hat, bitte definieren Sie einen Maximalwert an Storage, den Sie nutzen können wollen. Und es wird die tatsächliche Nutzung verrechnet. Das heißt, wenn Sie jetzt mal 3 Terabyte buchen, aber nur deren 2 verwenden, oder Sie müssen dann wirklich nur die 2 zahlen. Es hat einfach den Grund, dass man damit ein bisschen flexibler arbeiten können und Sie nicht, blöd gesagt, bei jedem Backup-Job das Storage erhöhen müssen, wo ein zusätzliches oder ein zusätzlicher Speicher verbraucht wird. Ja, vom Bestellprozess selber im Wesentlichen legt man einfach die passenden Lizenzen in den Warenkorb. Das heißt, es gibt so 2 Möglichkeiten. Es gibt entweder, man sagt, to card oder buy now, wo ich jetzt drauf gedrückt habe, wo nichts anderes passiert, als dass die Lizenz in den Warenkorb gelegt wird und dann direkt nachgesprungen wird zum Bestellvorgang. Sie sehen hier Ihre Marge, die wird höher sein als bei meinem Demo-Account. Das ist, ja, wie der Name schon sagt, zu Demo-Zwecken, dass man einfach sieht, ja, da ist eine Marge drin. Mein Demo-Account braucht nicht mehr, der kommt auch so durch. Und im Wesentlichen, sobald Sie da den Kunden angegeben haben, wie es der Rainer vorher gesagt hat, Kundendaten sind nicht verpflichtet. Bei uns mehr oder weniger schon, oder es ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Wenn Sie sich frisch registrieren, sind Sie selbst als Ihr eigener Endkunde angelegt. Und wenn Sie keine Endkundendaten bereitstellen möchten, dann wird das einfach alles auf Sie selber draufgehen. Ja, wenn Sie dann die passenden Lizenzen, das passende Storage, so, dann zeigen wir noch den zweiten Weg her, wie man zu NextLayer Lizenzen Services kommt, nämlich über den Katalog, wo ja so Daumen mal Pi 1500 Artikel drinnen sind. Können Sie einfach da links auf NextLayer klicken und kommen wieder zu den passenden 10. Und dann können Sie hier noch sagen, okay, ich brauche jetzt einmal für den Start 100 Gig. Und sobald Sie die dann in den Warenkorb legen, können Sie wieder nachspringen und auschecken. Da drücke ich jetzt nicht drauf, weil dann tatsächlich eine Bestellung ausgelöst würde. Und die wird dann im Hintergrund von uns bzw. von den Kolleginnen und Kollegen von der NextLayer verarbeitet. Und Sie bekommen dann zum einen natürlich eine Bestätigungs-E-Mail von der Aerosphere, dass die Order erledigt ist. Aber auch sobald die Umgebung provisioniert, up and running, live ist, auch eine Bestätigung direkt von der NextLayer, dass das so ist, mit Zugangsdaten und dass Sie arbeiten. Gut, im Wesentlichen war es das auch von meiner Seite. Sie sehen, es ist relativ schlank. Es ist wirklich, wir haben versucht, das Ganze so einfach wie möglich zu gestalten, dass Sie da wirklich problemlos und jederzeit selbstständig damit arbeiten. Ja, meine Herren, vielen Dank für diesen interessanten, knackigen Einblick. Also, Christoph, du hast das richtig gesagt. Ja,
Nochmal danke für den interessanten, knackigen Einblick. Ich glaube, unsere Live- oder deine Live-Thema und deine Beschreibung, Rainer, hat es gezeigt. Es ist eigentlich, um es auf Inrich zu sagen, watschen einfach. Einfach solche Services einfach von der Next Layer über unseren Cloud Marketplace zu buchen. Also ich kann auch nicht mehr oder weniger dazu sagen. Ja, abschließend sei erwähnt, Insights bei Aero. Viele von Ihnen kennen mittlerweile unser wöchentliches Informationsformat quer über das Aero ECS Austria Portfolio hinweg. Wir haben einen YouTube-Kanal, bitte einfach immer vorbeischauen. Und wir haben ja auch speziell auch mit der NextLayer schon einige Sessions gemacht, die Sie darauf finden. Schauen Sie bitte einfach immer wieder vorbei. So, Fragen sehe ich, sind keine aufgetreten. Gut, dann würde ich sagen, ja, vielen Dank für Ihr Interesse, für Ihre Teilnahme. Meine Herren, nochmal vielen Dank an euch. Ja, und ich freue mich, Sie bei einer der nächsten Ausgaben von Insights bei Aero wieder begrüßen zu dürfen und wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Wiederhören.